Hallo und willkommen zurück. Oh, wir haben schon ein bisschen was verloren. Bin mir ziemlich sicher, dass alle auf derselben Seite stehen, wenn es ums Töten von Superherrschen geht, deren Gehirne vermanscht wurden, Brucey. Ich habe sogar einen neuen Rekord aufgestellt. Wenigstens bin ich nicht eingesperrt. Manchmal erfreuen mich die kleinen Dinge. Nicht du trägst das Jetpack auf, sondern das Jetpack in. Das Scheißding ist überhitzt! Ich muss das übergeben. Wo ist denn das Teammitglied? Hallo? Ihr seid Verbrecher. Kriminelle. Auf Neukolu ist kein Platz für euch. Nach jeder möglichen Definition bist du selbst zum Kriminellen geworden. Ich glaube nicht, dass du seine Definition in einem Buch findest. Größenwahnsinnige. Was soll man tun? Luther ist. Dann war der Informant ein anderer Luther und er benutzt euch. Na, Kollegen, komm doch mal. Sieh mal her, Luther. Wir haben Batman. Legt ihn einfach auf die Pritsche. Vorsichtig! Ich brauche einen klaren Hirnscan als Grundwert, bevor ich invasiver vorgehe. Dann fangen wir an. Das ist alles. Du hast schon verloren, Luther. Ich bin die Rache. Hey! Ich wollte es sehen. Batman ist abgeliefert. Okay. Das ist für einen Profi. Gut, dass es meins ist. Ich dachte, da kam jetzt oder kommt noch ein bisschen mehr, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Und wir rüsten auf, bevor wir Supi angreifen. Wir müssen eventuell mehrere Argus-Missionen durchführen. Was sagen wir Waller? Kumpel, was sie nicht weiß, macht uns nicht kalt. Waller? Achtung, kein Batman. Das war eine Falle. Sucht weiter, ich arbeite an Plan B. Waller, Ende. Was? Ach so, weil wir den Lex übergeben haben. Aha. Da ist aber noch die Mission Gegenmaßnahmen. Ich arbeite noch an der Superwaffe und hoffe, dass auch ihr an eurem Arsenal feilt. Ruft nicht an, ich rufe euch an. Okay, das heißt, wir müssen was anderes auswählen, bis wir da fertig sind. Da hätten wir Pinguin. Warte mal. Nur Schaden mit Boost. Und wir hätten Effekt. Nur Effektschaden. Breite dich aus. Da habe ich noch was zum Freischalten. Datenautobahn. Und eine Lex-Mission. Nur Condor. Timing ist alles. Ach Gott, ach Gott. Ich hätte gesagt, wir probieren das hier. Freunde, Schurken, werte Kunden. Was haltet ihr davon, länger zu leben? Mit verbesserten Schilden? Moment. Willst unser Leben verlängern? Mit eurem Waffenverbrauch seid ihr meine beste Einnahmequelle. Aber ich brauche mehr Personal, um die Nachfrage zu befriedigen. Einige der Jungs sind noch in der Stadt versteckt. Wir werden sie befreien. Okay. Was ist eine Runde? Bereit wie nie zuvor, Pinguins Scherben zu retten. Cobblepot hat vor, die Terminals im Kampf umzufunktionieren. Ich wollte keine Details wissen. Es ist euer Job, darüber zu berichten. Nur durch einen Schadensbooster. Okay.
uns einfach in einem Stück in den Bus. Oder auch in zwei. Ich bin nicht wählerisch. Ich dreh das Ding auf. Wie heißt es noch? Den Scanner. Früher haben wir einfach nur gepfiffen. Wie, als du jung warst? Scanner blockiert? War nicht schlecht. Suchen wir mal nach den Jungs. Die sind wahrscheinlich noch da draußen. Ach, da kommen Feinde. Wähle ein neues Ziel. Okay, ich kann sie nicht zerstören, ist klar. Das geht ja nicht. Mann, wo sind denn wir hier? Beginne meine Salbe auf. Komm. Ach, den Schadensbooster brauchen, ne? Achso, ich muss ja die Leute retten, ja? Sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Sind wir geschützt. Also das ist gar keiner. Okay, liefert den erstmal ab. Dich lassen wir nicht zurück. Oh, das ist ja total. Mal her. Ich hätte fast vergessen.
So, haben wir noch. Erst mit ein bisschen Blendwerk für euren persönlichen Schild. Legendäre Schilderstein. Ich will ja nicht, dass ihr da draußen auf die Nase fallt. Dann geschlagen, Gliedmaßen weggesprengt, das Leben schwindet, während ihr einen letzten nervigen Einzeiler herauskrächzt. Gänsehaut, wenn ich dabei habe ich niederträchtige, das Höchste, was es gibt. Interessant. Ich brauche euch umgehend hier im LexCorp-Labor. Und zwar schnell. Luther, Ende. Okay. Diesmal gar kein Wissen. Haben wir irgendwas erfüllt? Jawohl. Dann kriegen wir da auch noch ein XP. Fertig. Nimm deine Bezahlung. Oh, viel Spaß! Wenn ich allein schon an den ganzen Fellschaden denke. Die blöden Riddler-Zeichen kommen auch nicht. Da ist eins. Da haben wir eins entdeckt. Dachte ich, da wäre auch ganz über das Hubschrauber, oder? Wohin soll ich kommen? Was ist das? Achso. Ich soll doch da hin, oder? Taskforce X, ich bin bereit für euch und ihr seid innerhalb der Betriebsparameter, um gegen einen Metamenschen anzutreten. Was war das? Mein Kumpel hat sich mal mit Superman angelegt. Ach, ist das der mit dem Musikspielzeug? Genau der. Danach ist er natürlich sauber geworden. Supermans Supergehör müsste ja super anfällig für die Hypnogeräusche des Rattenfängers sein. Wie hat das vermasselt? Superman hat seinen Moment, Plan das von zu hoch, ne? Erledigt die Arbeit, Taskforce X. Dann finde ich guten Kram für euch. Hat der Anfänger aufgegeben? So, was hast du denn für uns? Die Waffe gegen Superman ist fertig. Seid ihr bereit, sie zu nutzen? Stellst du dich jetzt vor, Batman? Willst du ihn beschützen oder was? Ich habe schon 10 Wege berechnet, dich zu töten. Was laberst du da? Mach mal halblang, Alter. 10 Wege. Tch. Während ihr eure Pläne schmiedet, läuft euch die Zeit davon. Okay, der lebt aber noch. Was ist das, Gold? Seht euch das an. Luther hat uns Leuchtstäbe gemacht. Dank der mutagenen Eigenschaften von Brainiacs Verderbnis synthetisierte ich einen leistungsfähigeren Vektor für die Kryptonitstrahlung. Ich nenne dieses Metamaterial goldenes Kryptonit. Goldenes Kryptonit? Das ist so, wie sagt man, kitschig, aber für reiche Leute? Rollig. Was? Dieser hässliche Scheiß soll den Mann aus Stahl töten? Das goldene Kryptonit stört Supermans Fähigkeiten. Damit habt ihr dann eine echte Chance. Warte mal kurz. Stört ihn? Eine echte Chance? Das war's? Die Alternative ist, er vernichtet jedes Atom in euren Körpern, sobald er euch zu Gesicht bekommt. Oh, okay, das klingt fair. Wo sollen wir dieses Ding abziehen, Leute? Dazu hätte ich einen Vorschlag. Centennial Park.
Ich träumte immer davon, meinen Superman vor seiner pompösen Statue liegen zu sehen. Diesen Traum mit diesem Superman zu verwirklichen, berührt mich. Tja, wäre nicht das Seltsamste, das ich je im Park gemacht habe. Warum nicht? Harley, selbst du glaubst doch nicht ernsthaft, du hättest eine Chance gegen Superman. Unser Dasein allein mag nicht reichen, um Superman zur Konfrontation zu zwingen. Wisst ihr, was ich denke? Nein, nicht die Bohne. Aber was es auch ist, ich bin dabei. Ist es etwas Brutales? Mit surrealem Flair? Lex 2, du musst deinen Patienten in meine Fürsorge entlassen. Ich bin hier fertig. Nehmt euch ein schickes Auto von meinem Gegenstück. Wenn Batman auf Supermans Begräbnis will, dann soll er auch mit Stil reiten. Bin ich eigentlich der Einzige, den gerade Alfred das Lex keine Haare hat? Vermasselt es nicht. Was, Harley trifft seine Patronen oder was? Lustig werden. Später. Hey, egal was passiert, Waller muss wissen, dass wir die verkürzten Strafen verdienen. Kontaktiert nicht. Warte mal, wir finden das. Kurzes Update, wir kämpfen gegen Superman. Ich habe das neue Metamaterial erfunden. Genau deshalb habe ich mich nicht freiwillig für Einsätze gemeldet. Was soll's? Spritzt du vermisst? Ich wollte. Ja, ich war auch noch dabei. Kontaktiert nicht. Voila. Kurzes Update. Wir kämpfen gegen Superman. Ich habe dieses neue Metamaterial erfunden. Bumerangium. Soll nicht sprengen. Ah, egal. Technischer Kram halt. Das sprengt uns nicht. Boomerang Ende. Den Panzer dazu, um mich anzugreifen. Nicht den SUV. Das mal wenn er sie holen. Du bist ja fast im Arsch. Also der Panzer ist kriminell. Noch ein paar so Panzer und dann bin ich am Arsch.
Schade, dass man den nicht reparieren kann. Wenn die dauernd hinter die Scheiße da sind. Sind die Blitzer. Wenn erwischt. Was da meine? Muss immer so zu mir. Alles klar, rücken weiter vor. Wechselmagazin. Mal nachladen. Hey Leute, du versuchst deine Gefühle auszudrücken, während wir deine Freunde gegen deinen größten Helden ausziehen. Ja. Wer fährt denn eigentlich das Auto? Es ist hart, wisst ihr? Viel Glück, Team. Und sein Führerschein hat er im Alltag, ne? Was soll das ganze Trara um Superman eigentlich? Er ist doch einfach nur ein Metamensch. Mit komischer Mineralschwäche. Auch ihr habt Mineralschwächen. Richtig, Ivy. Den Alien mit Umhang werden wir schon schaffen. Tja, wahrscheinlich nicht. Aber viel Spaß beim Kampf. Okay, wir sind da. Was ist denn mit seinen Füßen? Ich weiß nicht, Mann. Wir haben deine Jungs schon zweimal umgebracht. Ich verbinde gerne Arbeit und Vergnügen. Seht ihr euch etwa als Team? Ihr seid Herdentiere. Euer Überleben ist von anderen abhängig. Sieh dich an, Harkness. Ein ungebildeter Alkoholiker, der verzweifelt ja, das Ja, ja, und Floyd ist ein mieser Dad, Sharky ist ein Freak, der nie ein echter Junge wird, und ich? Was war's noch? Oh ja, ich war nie die Hellste, was? Denk dir doch mal was Neues aus, Arschloch. Weißt du, Joker, der hat's richtig drauf gehabt, Leute mit Worten zu verletzen. Aber du? Selbst wenn du böse bist, bist du noch viel zu nett. Du hattest einen Lauf, Brucey. Du bist durch Gotham geflattert, hast Schurken verdroschen und allen, die du kanntest, langfristigen mentalen und emotionalen Schaden zugefügt. Jetzt sind wir mal dran. Nach all der langen Zeit. Hättest nie gedacht, dass ich es sein würde, was, Bats? Ist deine schlechte Stand-up-Nummer jetzt vorbei? Beinahe. Aber die beste Pointe kommt ja immer zum Schluss. Z.
Zeit, dass wir Schurken die Rettung der Welt übernehmen. Was für ein Bat-Signal. Was denn? Batman lacht wohl doch am längsten. Er hat auf sowas gehofft. Der echte Batman, meine ich. Erinnert ihr euch an das Inspirationsvideo? Sein Plan half zum Sieg über Flash und Lantern. Hätten wir den Teil zu Superman schauen sollen? Jetzt geht es um unseren Plan. Wir bringen es selbst zu Ende. Also, was ist der Plan? Warum rammen wir ihm das goldene Kryptonit nicht einfach in den Arsch? Ich glaube nicht, dass wir das so machen sollen. Einer der besten Helden der Welt. Ausgelöscht. Von euch. Und jetzt bist du dran, Arschloch. Sicher, sicher. Das kannst du Wonder Woman dann erzählen. Jetzt lachst du nicht mehr, oder? Hackfresse! Ja, das könnte hart werden. Ihr könnt euch keinen Rückschlag leisten. Ihr bewegt euch schon auf dünnem Eis. Miese Beinarbeit, Freund. Kenne deine Umgebung, Deadshot. Ich dachte, du wärst besser. Leck mich am Arsch. Die Menschheit konnte noch nie wirklich für sich selbst eintreten. Das Goldkryptonit ging ihm in Blut. Okay, funktioniert. Was hältst du davon, Manuel? Ein falscher Schritt, Menschheit. Mehr braucht es nicht. Das Problem ist... Was soll das werden? Ihr seid sowieso alle tot. Ich habe euch nur noch nicht begraben. Das finde ich aber nett. Trauert ihr noch um Diana? Ich tat der Welt einen Gefallen, als ihr rührseliges Herz steuert. Ich muss unbedingt die Kondorschüsse. Sitzen. Wir brechen ihn! Was war der Druck mit dem Kryptonit? Ich habe viel für diesen Planeten und euch geopfert. Aber Brainiac hat recht. Ihr hattet nicht. Oh. Mein Leben lang habe ich Himmel und Erde bewegt, um euch zu beschützen. Die meisten Leute würden jetzt anfangen zu beten. Ich hatte keine Zeit, alle Probleme zu zählen, die sich gerade ergeben haben. Aber unser akutes Problem ist, dass die Solarenergie Superman stärken und den Effekt des Goldkryptonits schwächen wird. Zeit, die Kräfte der Natur zu nutzen. Oh, das könnt ihr nicht? Ich schon. Scheiße. Aber glaubt mir. Doch, wir haben Munition, oder? Wird sich schlimm anfühlen. Aber das Gute daran, bald fühlt ihr gar nichts mehr. Jetzt darf ich dich verschmettern. Das Problem ist, du kriegst teilweise gar nicht mit, wo er ist. Das ist so hektisch. Ich einen Home Run schlagen kann? Superman spürt es! Haltet euch an mit dem Goldkampf! Thank you.
sehen, wie standhaft du bist. Jetzt solltet ihr weg. Ganz früh. Das ist so bescheuert, okay, macht. Brainiac dachte, er kann dich gebrauchen, Deadshot. Aber ich wusste, du bist nutzlos. Ihr vier wirkt nicht so cool wie sonst. Ich helfe euch. Zeit für einen Paradigmenwechsel. Zeit, dass ihr sterbt. Das Kryptonit reißt ein Loch in seine Abwehr. Macht weiter! Du hättest mehr Zeit auf deine Defensive verwenden sollen, Floyd. Der taucht immer einfach vor dir auf und. Superman ist Paglanini geworden! Jetzt nicht mit den Gold-Kryptonit-Kugeln sparen! Eure Sonne nährt mich und macht mich unvorstellbar stark. Diese Welt hat sich bereits entschieden. Und nicht für euch. Keinen Schritt weiter. Wo ist er? Jetzt kann euch nichts mehr retten. Einfach auf! Endlich rechtfertigt ihr Brainiacs Interesse an euch. Dieses Gewaltpotenzial. Doch jetzt ist Schluss. Das war's jetzt? Scheint, als hätten wir deinen Arsch nach Krypton zurückgeschickt, Kal-El. Bleibst du diesmal gefälligst liegen? Ich hoffe echt, er ist tot. Komm schon, lebe im Moment, Boomer. Nun, wir haben es geschafft, ihr verdammten Genies! Wir haben Superman getötet! Verdammt! Wir haben die ganze Justice League ermordet! Natürlich zur Selbstverteidigung, weil sie alle urböse waren. Ein Titanenkampf. Ein guter, glorreicher Kampf. Doch ein Feind verbleibt. Findet ihr auch, dass es anders aussieht? Ein bisschen verängstigt vielleicht? Ich glaube nicht, dass es Mikroexpressionen hat. Wie ich. Es hätte doch inzwischen was getan, oder? Hey! Brüll jetzt oder Ruhe für immer in Frieden! Ich sag's euch, Task Force X 4, Justice League und Brainiac 0. Oh, spürt ihr das? Diesen Anflug von Stolz für unser gemeinsames Werk. Ich weiß nicht, wie ich es finde, dass ich euch respektiere. Aber es verschlägt mir den Atem. Schark, du erdrückst mich. Fühlt sich so an, als wären wir als Menschen gewachsen, weil wir all diese Typen getötet haben. Wer gibt mir 5? Weißt du was, Quinn? Ich mach's. Schlag ein. Jubel, bevor das Spiel vorbei ist? Wie menschlich von euch. Schon vergessen, dass dies mein Spiel ist? Ich mache die Regeln. Ja, ihr wisst, wer ich bin. Zweitklassige Intellekte. Kampf oder Flucht. Ihr tut vorerst keins von beidem. Ich will euch zeigen, was jetzt passiert. Nennen wir es eine Sneak Preview. Vielleicht wart ihr zu sehr mit dem Kryptonier beschäftigt. Aber meine Invasion geht weiter. Die Invasion geht immer weiter. Neukolo wird auferstehen. In eurem Universum. In jedem Universum. Ich mache es zur universellen Konstante. Wie habt ihr meine Justice League besiegt?
Ihr vier, mit eurem Chaos, all euren Fehlschlägen, all euren unerklärlichen Erfolgen. Völlig unvorhersehbar. Faszinierend. Die Abweichung, ich hab's. Seid ihr der schnellste Mann der Welt. Ich werde euch nicht aus der Formel ausklammern. Es gibt viel zu lernen. Ich muss euch besitzen und euer Potenzial ausschöpfen. In meinem Dienst. Floyd Lawton, dein Kodex, deine Bindung an deinen Nachwuchs. Das brauchen wir nicht. Ich mache dich zum größten Attentäter im Multiversum. Harleen Quinzel, solch ein zerstörerisches Potenzial, von deinen Freunden gezügelt. Für mich wirst du diese Erde niederbrennen. Und warum bei der Erde aufhören? Mit meiner Intelligenz hast du alles Wissen, das du willst, Nanoe. Und du verschlingst alle, die sich meiner Erleuchtung widersetzen. Und du, Digger Harkness, ich gebe dir, was du dein ganzes Leben lang wolltest. Dabei, also habe ich's durchgezogen. Ihr müsst mir nicht danken für meinen Eingriff. Wir haben Wichtigeres zu... Lex, schick mich zurück. Ich konnte gar nicht zu Ende hören, was der Hirnmann für mich hatte. Die Chance bekommt er nicht. Wenn er sich das nächste Mal blicken lässt, schieße ich ihm zwischen die Augen. Brainiac wird schon tot sein, weil ich ihn gefressen haben werde. Ach, keine Sorge, Jungs. Wir werden ihn erschießen, essen, wieder auskacken und vielleicht nochmal erschießen. Das wird toll. Also, leg schon los, Lex. Wir müssen ein Alien-Superhirn erlegen. Eher Superhirne. Als Brainiac sich offenbart hat, gab es eine multistatische Resonanz durch die Dimensionen. 13 Brainiacs. Selbst wenn ihr einen besiegen solltet, ist die Schlacht noch nicht gewonnen. Wir müssen ihn also immer wieder und wieder killen? Die 13-fache Rache. Ein ewiger Konflikt. Das ist wunderschön, Lexi. Wir fliegen durch die Stadt und machen akrobatischen Scheiß. Die Justice League ist komplett tot. Jede Menge ahnungsloser Opfer zum in die Luft jagen und beklauen. Und das Beste ist, Waller hat keinen Schimmer. Oh, verdammt nochmal. Habt ihr etwa ernsthaft gedacht, ihr könntet das geheim halten? Was sagte ich euch über dämliche Doppelagentenspielchen? Du bist unser Vater. Verdammt richtig. Und dann du. Du bist beim ersten Mal entkommen. Aber ein zweites Mal wird mir das nicht passieren. Ich übernehme diese Teleportationstechnologie, mit der du sie gerettet hast. Und dann kontrolliere ich auch dich. Denn in dieser Welt kriege ich immer, was ich will. Boomerang, ergreif ihn. Warte, Boomerang. So vorhersehbar, Amanda. Ich habe schon ein Nanobombenimplantat. Ironisch, denn Luther Corp baute die Nanobomben. Und wenn diesem Lex Luthor etwas zustößt, ist das Gebäude auch weg. Jetzt warte mal. Der Typ ist auch Lex Luthor? Wir hatten ja absolut keine Ahnung. Wir können alles erklären. Ach ja?
vielleicht doch nicht. Wenn ihr jetzt genug rumgespielt habt, bewegt eure Ärsche her. Dieser Luther ist noch schmieriger als der letzte. Ma'am, wir senden noch. Oh, verdammt nochmal! Brainiacs. Okay. Apropos Nanobomben. Ich habe eure ein bisschen erweitert. Es gab gerade so viel Platz, um etwas extra Hardware mitzunehmen. Klärt's aber mit mir ab, bevor ihr irgendwas an euer Hirn und eure Wirbelsäule anschließt. Ja? Okay? Nanobomben-Modplatz. Nach der Modifizierung mit Nanomaschinen von RE2 ermöglicht ein neuer Steckplatz in deiner Neurobombe Erweiterungen deiner Kampffähigkeiten. Okay. Sowas ist echt unbezahlbar. Berüchtigt. Ja, das haben wir jetzt gekriegt, ne? Was haben wir hier? Na, gegen eine Pistole will ich das nicht austauschen. Da ist meins besser. Das erhöht den Sammelradius von Munition. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht oder sowas. Nee, komm, das lass mal. Geben wir Waller ein Lebenszeichen. Hast du noch was zu sagen? Wenn du mein Labor endlich verlässt, arbeite bitte an der Verbesserung deiner Ausrüstung. Ich möchte einige Upgrades für deine Nano-Waffen-Modifikation besprechen. Mhm. Ja, aber ich würde mal sagen, das machen wir dann das nächste Mal. Da sage ich dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wunderbar. Ich bin gerade rechtzeitig hier, um ein Radon-Leck einzudämmen. Haltungselektronik. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, so you think it's